einsetzt, um dann eben für den Bonus-Beat bei den Queens zu sorgen, wenn er die hier mit ins Game reinnimmt. Holt sich jetzt hier nochmal das Gas, setzt aktuell komplett auf Hydralisks, baut jetzt allerdings auch schon in seiner Mainbase noch einen Roach Warren und einen Spire, hat hier drei Queens mit dabei und momentan muss man vielleicht ihm auch so ein bisschen vorwerfen, dass er hier mit dem Creep-Spreading innerhalb seiner Mainbase ein bisschen nachlässig umgeht. Also gerade mit so vielen Queens kann er ja ruhig mal 3, 4 setzen und dann spreadet sich das Creep in sekundenschnell über die Map. Hier ist nochmal ein Expansion-Versuch auf Seiten von Langland, der holt sich jetzt ebenfalls eine Gold-Expansion. Wir können mal die Ressourcen vergleichen. Wir haben 121 Supply auf Seiten vom Zerg und 108 auf Seiten vom Protoss-Player. Und jetzt kommt ja auch schon ein Zerg-Link angeflitzt, der in der Sekunde auch schon den Nexus sieht, weiß, was Sache ist. Wird zwar sofort gefragt von den drei Kolosse, die hier mit dabei am Start sind, aber das macht ihm dann letzten Endes auch nichts aus. Gucken wir nochmal ganz kurz nach oben. Hier also nochmal schön im Bild. Also massig Drohnen auch an Probes an seiner Mineral Line. Und Economy technisch gucken wir mal ganz kurz. Haben wir 53 Worker auf Seiten vom Zerg-Player und 42 auf Seiten vom Protoss. Der Zerg geht es übrigens auch noch auf den Investation Pit. Also ermöglicht damit auch nochmal den Tag auf Tier 3, aufs Leer. Und zwischenzeitlich sehen wir hier nochmal eine Night of Swarm. Aber sofort warpt hier her. Warpt das Zealots rein. Und da hat er keine Chance. Also der Trick wäre zwar nett gewesen auf Seiten von Luffy, aber das ist dann letzten Endes doch zu viel des Guten. Da lässt sich der Protoss dann doch nicht foppen, was das Ganze angeht. Hat inzwischen 1-0 Upgrades auf seinen Units. Und auf der anderen Seite sehen wir beim Zerg momentan 0-0. In der Sekunde wird gerade das Attack-Upgrade fertig und straft mich Lügen. Also jetzt auch auf beiden Seiten 1-0 Attack-Upgrades. Und hier massig Roaches und natürlich auch die Hydras mit am Start. Werden wir hier unten jetzt gerade nochmal sehen, wie der Protoss letzten Endes hier Besitz von der Gold ergreift. Und zwischenzeitlich haben wir hier nochmal schnell einen Overlord, der natürlich ab und zu hier nochmal gut reinscouten kann. Also gerade das Overlord-Placement natürlich sehr, sehr schön. Hier ebenfalls nochmal die Möglichkeit, kurz in die gegnerische Base reinzuflattern. Und da würde es sich für den Protoss eigentlich schon lohnen, wenn er genug Kohle hat, mal einen Phoenix zu bauen. Hat natürlich sein Stargate vorhin verloren, momentan daher keins. Aber grundsätzlich immer mal eine gute Idee, wenn man eher auf Air geht, als Protoss mal zumindest einen Phoenix zu bauen, der mal über die Map humpelt und mal schaut, ob er hier vielleicht nicht doch die ein oder andere Overlord-Einheit auf der Map abgreifen kann. Denn letzten Endes sieht man hier nochmal kurz, wenn man auf die View geht vom Zerg, dass der hier eigentlich die komplette Map sieht. Also der weiß hier definitiv, was Sache ist, hat ja auch noch die Xel'Naga Tower komplett vereinnahmt, in Besitz genommen und jetzt geht hier der Go vom Protoss aus, aber auf der anderen Seite sehen wir hier jetzt erstmal die ersten Corruptor, die gebaut werden auf Seiten vom Zerg, der zwischenzeitlich auch noch weitere Upgrades pumpt und zwar jetzt erstmal für die Roaches das Speed Upgrade einen Auftrag gegeben hat und natürlich auch noch das 2er Attack Upgrade erforscht, also der Junge ist fleißig und macht seinem Protoss Kontrahenten nach und der geht hier voll mit seinen Kolossi rein, der versucht jetzt hier also das Game zu beenden, geht auf die Gold und jetzt haben wir hier allerdings massenweise Corruptor und die killen jetzt erstmal einen Kolossi nach dem nächsten, killen sie ja weg. Vorne sind die Stalker mit dabei, müssten die eigentlich raussnipen, haben allerdings momentan selbst Probleme. Die Queens fighten, was das Zeug hält. Die Queens sind voll mit dabei und hier immer wieder schöne Transfuser auf Seiten von Luffy. Der macht es hier richtig gut mit seinem Transfusion. Richtig schönes Micro auf Seiten vom Zerg-Player und der kommt jetzt hier immer von der Seite reingeflogen mit seinen Korruptern und schießt hier jetzt erstmal, bratzt hier die Kolossis weg. Die gehen down wie die Fliegen, eine nach dem anderen Supply-technisch. Droppt hier momentan der Toss auf unter 100, ist aber 86 Supply gegen 100 10 und jetzt jagt hier momentan Luffy auch noch die Stalker zum Teufel. Die Jungs müssen sich hier zurückziehen, haben keinen Blink, sind jetzt nur noch am Rennen, flitzen. Oh, 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 also die Attacke ging jetzt nicht ganz so gut für den Toss aus, wie er sich das hier vielleicht vorgestellt hat. Holt sich hier momentan jetzt erstmal noch das Gas und zieht sich mit seinen Einheiten zurück. Aber einfach geil, dieses Micro auf Seiten von Luffy, wie er hierher geht und immer schön den Transfuse einsetzt, wie er mit seinen Corruptern dann hier ordentlich Placement betreibt, hier über das Cliff fliegt, damit er nicht so viele Hits von den Stalkern abbekommt. Aber letzten Endes ist das hier so eine Situation, die unter anderem auch von Dark Force, deutschem EPS-Spieler, ist auch Zerg-Player, beschrieben wurde, dass es gegen Kolossi einfach immer extrem schwer ist, weil man letzten Endes diese Korrupte dann baut und die mehr oder weniger useless sind. Allerdings hat hier Luffy genau den, naja, ich will es jetzt mal nicht zu überdramatisieren, aber den Konter am Start. Er geht es hier auf Broodlords, die natürlich auch sehr cool sind. Aber was bei Broodlords immer so eine Geschichte ist, ist, dass sie eben auch gegen Stalker, gerade gegen Blinkstalker, extrem schnell down gehen können. Da die kurz reinblinken und dann die Jungs rausfokussen. Aber wenn man sich das Ganze jetzt mal überlegt, was wir hier gerade an Army sehen, dann muss man sagen, hat hier Luffy eigentlich die perfekte Option dagegen, da hier sein Transfuse mit den Queens eben auch nochmal für die Broodlords einsetzen kann. Also hier eine sehr schöne Option. Müssen wir mal schauen, wie das im weiteren Spielverlauf dann abläuft. Vielleicht hier eine neue Taktik für
für Zerg, dass nicht immer nur Ling und Maslinge und Mutas gespielt werden, sondern man eben auch die Corruptors ganz gezielt gegen die Kolossi einsetzen kann und die Jungs dann später nicht komplett nutzlos sind, wenn er von den Kolossis eben abgeht, sondern dass man die hier mit den Broodlords schön ins Spiel bringen kann und auch noch gegen Stalker was reißen kann, die ja normalerweise das große Problem von Broodlords sind, dass sie einfach mal kurz reinblinken und mit einem Fokus eben die Broodlords dann aus dem Game nehmen. Jetzt hier die Hatch erstmal noch im Bau, also er macht sich ganz kackendreist, er holt sich jetzt letzten Endes seine Base direkt neben der Main Base vom Protoss-Player. Denkt also überhaupt nicht dran, mal hier nach unten zu gehen und sich vielleicht mal seine eigene zu holen. Nö, warum? Sind wir mal kackendreist genug und machen das Ganze auf der Seite vom Protoss-Player. Auch in Ordnung. 1-0 Upgrade immer noch auf Seiten vom Protoss-Spieler von Langnan und auf der anderen Seite haben wir jetzt 2-0 Upgrades bei Luffy, der jetzt in der Zwischenzeit auch schon sein nächstes Armor-Upgrade im Bau hat. Gucken wir mal ganz kurz, was die Supply-Zahlen so sprechen. Wir haben 149 Supply auf Seiten vom Zerg und 136 Supply auf Seiten vom Protoss-Spieler. Economy-technisch ist der Zerg aktuell, was den Drone-Count angeht, weit vorne mit 62 zu 42, hat dementsprechend auch ein krasses Income. Und in der Zwischenzeit denkt auch gar nicht dran, es dabei zu belassen, sondern geht sofort mit einer weiteren Hatch an den Start und versucht hier jetzt auf der kleinen Insel ebenfalls nochmal eine Expansion hochzuziehen. Und zwischenzeitlich haben wir auf Seiten vom Protoss-Player erneut eine richtig krasse Army. Ihr seht hier momentan einfach massenweise Kolossi sind da am Start. Die Jungs sind einfach übelst fett. 7 Stück sind hier jetzt mit dabei, werden supported von den Stalkern. Und auf der anderen Seite ist hier jetzt aktuell gerade Luffy schön am... ja, am Creep-Spreaden, macht genau das, was ich vorhin mal angesprochen habe. Also hier endlich mal massivst mit Creep-Tumoren arbeiten und spreadet das Creep dann entsprechend schnell. Creep spreadet sich ja deutlich schneller, wenn mehrere Tumore das gleiche Creep-Gebiet sozusagen bearbeiten. Und hier hat er jetzt nochmal ein paar Roaches mit dabei, auch hier nochmal Creep-Tumore am Start. Hier ist nochmal ein Broodlord gerade im Bild und da unten kommen nochmal einige von den Jungs nach. Also hier kommt einiges und da wird auch noch gemorpht, was das Zeug hält. Weitere sind gerade im Bau und jetzt geht's ja auf die Army, da sind die Queens mit dabei. Mittendrin sind die Jungs, da haben wir mittlerweile 7 Stück an der Zahl. Und jetzt geht's ja volle Kanne rein. Nochmal kurz Force Fields gesetzt von den Sentries. Ja, nochmal Guardian Shield offen. Und jetzt ballern hier einfach auch gleich nochmal die Broodlords mit rein. Da macht er ein schönes Placement. Geht er nochmal kurz mit seinen Corruptern direkt rein und holt hier die Kolossi raus. Und die Broodlords von hinten mit ihrer irrsinnigen Range machen hier jetzt den Damage. Machen den Damage. Schießen ihre Broodlinge mitten rein. Hinten sitzen die Queens. Wunderbares Placement von den Queens. Die sind hier gut geschützt. Die Broodlords gehen hier ab wie Schmitz Katze. Und da versuchen die Stalker sie rauszusnipen. Aber hier immer wieder. Da kommt ein Transfuse, der zweite. Alter Falter, wie geil ist das denn? Der geht ab wie noch was. Wunderbar, geil gemacht auf Seiten von Luffy. Der macht es hier richtig, richtig gut. Die Stalker haben übelste Probleme. Und hinten dran sind die Kolossi momentan mehr oder weniger nutzlos. Versuchen jetzt die Queens aus dem Game zu nehmen. Aber da produziert natürlich Luffy momentan auch richtig nach. 140 Supply zu und 96 momentan. Und im Produktionstab sieht man jetzt schon weitere Roaches, Hydras und Corruptors im Bau auf Seiten vom Zerg-Player. Jetzt zieht sich hier nochmal ganz kurz der Protoss zurück. Aber in dem Fight hat er ordentlich federn lassen müssen. Und mittlerweile ist hier Luffy auf 175 Supply gegen 100. Und hier einfach eine krass starke Armee auf Seiten vom Zerg. Da kommt von hinten immer wieder mal Nachschub. Hinterher neue Broodlords, neue Roaches, neue Hydras. Und da geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Da sind wieder neue Queens ebenfalls gebaut worden und machen jetzt hier mit ihrem Transfuse dem Protoss das Leben zur Hölle. Der kommt nicht gegen die, der kommt nicht gegen die Broodlords an. Der kann sie einfach nicht killen. Und er schreibt Langdon GG und verlässt das Spiel. Oh meine Fresse, wie geil war dieses Game denn bitte? Wie ultra cool war dieses Spiel? Wahnsinn, einfach nur genial. Erst einfach diese Offensive, dieses offensive Stargate, das wir hier unten gesehen haben. Die Attacken hier mit den Void Rays und natürlich auch an der Expansion selbst. Wie Luffy reagiert hat, wie er hier seine Queens gebaut hat, massiv mit Queens gespielt hat, die Attacken abwehren konnte. Allein das war schon einfach nur grandios, aber dann einfach noch, wie er hier attackt mit seinen Nidus-Kanälen, den Protoss in die Defensive zwängt, sich dadurch die Möglichkeit einfach erspielt, um hier neben richtig schön also seine Gold zu holen und dann mit einer starken Eco zu pumpen, letzten Endes dann auf Tier 3 hochtaggt und einfach diese krasse Kombination gegen die Kolossi spielt, mit seinen Krupp dann am Anfang hier wunderbar reingeht, danach setzt hier natürlich auch der Protoss stärker nochmal auf Stalker, um die rauszusnipen und auf der anderen Seite haben wir hier einfach diesen Queen Support, diesen krassen Queen Support gegen die, ja,
gegen die Focus-Fire-Attacken der Stalker. Also sehr, sehr cool gespielt. Ein absolut geiles Game und das sicherlich eine Taktik, die man als Zerg auch mal weiterverfolgen kann. Denn wenn man hier nicht gerade auf fast Mutas geht oder Mutas und Kombination mit Ling, hat man es gerade gegen die Kolossi-Spielweisen von Protoss doch oftmals recht schwer. Hier eine wunderbare Kontertaktik, die wir gesehen haben. Also geiles Game. Also wow. Einfach nur wow. Der Junge rockt. Und Jungs, ich habe das ohne Ende genossen, dieses Replay. Ich hoffe, euch hat es auch einigermaßen gefallen. Würde mich wie immer natürlich über Kommentare freuen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei was auch immer. Bye, bye.